sind Sie? Ja. Sie, haben Sie meine Tochter gesehen? Seth Roth, sieh dir den Riesen an. So viele Muskeln, wie für den Kampf geschaffen. Sie, Seth Roth? Ich weiß nicht warum, aber Sie wissen, dass ich Seth Roth bin. Sie sind ein Dirty Shoot. Die Quelle der Technologien des Regimes. Ich bin hier, um Sie zu retten. Sie sind hier, um mich zu retten. Das ist wundervoll. Er will mich retten. Ach so. Dann retten Sie ihn und gehen Sie wieder, Riese. Und verschwenden Sie nicht Ihre Zeit. Ich habe geschworen, die Geheimnisse der Dat-Yishut nie zu verraten. Scheiß auf Ihren Schwur. Menschen sterben. Der Widerstand braucht Sie. Also eine Art Handel. Meine persönliche Freiheit für die Geheimnisse, die ich zu hüten geschworen habe. Ich opfere meine Ehre auf dem Altar der Gerechtigkeit. Nun geben Sie mir einen Moment Bedenkzeit, Riese. Guten Abend, Gefangene. Hier spricht Lagerdirektorin. Hier ist mein Vorschlag. Erst helfen Sie mir, dieses Lager zu schließen. Dann werde ich Ihnen und Ihren Kameraden wahre Macht zeigen. Abgemacht. Ich habe da an etwas gearbeitet. Diese Maschine, sie wird von gestohlener Technologie der Dat-Yishut angetrieben. Ich kenne sie sehr gut. Nun hiermit, nicht so hinstarren, hiermit kann ich diese Maschine steuern, die Tore öffnen und alle Gefangenen befreien. Es fehlt nur ein einziges Teil. Und das wäre? Die Energiequelle, also die Maschine. Das heißt, ihre elektrischen Systeme laufen mit einer detronischen Batterie. Sie finden sie in der Reparaturwerkstatt im Kommandogebäude. Es liegt in einem anderen Block, Block 6. Schalten Sie die Sicherheitssysteme an den Ausgängen aus. Dann können Sie es zu Block 6 schaffen. In den Wachunterkünften gibt es eine Steuereinheit. Sie kontrolliert die Sicherheitssysteme. Finden Sie einen Weg hinein. Lokalisieren Sie die Steuereinheit, schalten Sie die Systeme aus und kehren Sie zurück. Oh Mann. Du weißt schon, was du da von uns verlangst. Seth will, dass eine detronische Batterie auftreibe, muss aber zuerst die Sicherheitssysteme ausschalten. In den Wachunterkünften finde ich sicher eine Steuereinheit. Wachunterkünften, ja. Probier jetzt nochmal hier rum. Bin ich irgendwie was war? Guck mal, hier ist noch ein Ofen und ihr friert alle. Hier ist noch Holz. Was ist das für ein Gut. Die sehen aus, hätten die alle Hunger. Ich glaube, ich mache mir gleich erstmal was zu frischen. Was? Haben Sie meine kleine Tochter gesehen? Sie war mitten im selben Zug. Da ist kein Mädchen. Bitte. Sie hat kurze Haare und ein Muttermal auf der linken Wange. Wollen Sie überleben? Vergessen Sie sie. Aber bitte, meine Herren. Vergessen Sie sie. Frage Sie nicht mehr. Das ist schwer für eine Mutter, das Kind zu vergessen. Hör mal. Knallhirsch. Warum stehst du hier oben rum? Bist du? Sie. Z-Freund. Sie sind ein kräftiger Mann. Und sind offensichtlich noch nicht so erschöpft. Habe sie mit Seth sprechen sehen. Es gibt da eine Wache in den Wachunterkünften, die sie das Messer nennen. Er ist unberechenbar. Er holt Gefangene zu sich und foltert sie. Ich bitte Sie nur darum, das Richtige zu tun. War die nicht gerade nach unten in den Unterkünften? WTF? Okay, das ging aber einfach. Das ging aber einfach was jetzt. Was für ein Gestank hier drin. Ja, hier drin. Bisschen Rüstung. Warum schauen hier? Dass gleich einer reinkommt oder sowas. Oh, nochmal Rüstung. War nicht viel. Aber wenigstens ist etwas. Enigma-Code 73. Sehr schön. Okay. Ja! Dachtest wohl, du könntest dich in mein Haus schleichen, was? Oh, weia. Da haben wir jetzt aber ein. Oh je.
Oh Mann. Hallo, ich bin gefesselt. Nein! So Geistigkeit habe ich von Ungeziefern wie dir noch nie gesehen. Ich glaube, das ist... Unglaublich. Ach, das ist das Messer wahrscheinlich. Dieser Hund, dieser Verdammte. Da denkt man wüsste, wie ein Insekt denkt. Und dort ist Medikit, das müssen wir uns merken. Was? Doch weit gefehlt. Ah! Du erbärmliches Stück Scheiße. Ich werde jede einzelne Kakerlake zertreten. Alter! Er zimmert und das erstmal einmal rein und dann nochmal und lässt es stecken. Mieser. Ich dachte, wir werden. Kommen wir hier raus? Oh, wir haben aber echt Schwein gehabt, ey. Oh, wackelig auf dem Bein. Das ging aber schnell. So, erstmal Rüstung holen. Oh nein, jetzt hat er den nächsten. Was macht er jetzt? Oh weia. Jetzt besser noch in der Hand. Jetzt der Blut runterkommt, Alter. Boah. Oh Mann, wie lange schafft er das wohl noch, ey? Wie lange überlebt er wohl noch? Jetzt bin ich echt gespannt, ey. Ich glaube, er spielt mit dem Messer rum hier. Hat er sonst nichts zu tun. Okay, das gucken wir jetzt nicht länger an. Das ist eine Nummer, das ist zu viel. Da sind wir rein. Gib mir den Gnadenstoß, ey. Komm schon. Okay, ich glaube, vielleicht haben wir ja Glück und können den noch retten, aber ich glaube eher weniger. Oh, so, jetzt haben wir erstmal wieder Heilung, Verband und so. Da hat er uns reingesteckt. Hier drin ist warm, die würden bestimmt nicht frieren. Blöder Hund, blöder. Wenn man den doch bis hierhin stillen hört, ne? Was haben wir hier? Ein Soldat der neuen Armee. Werden Sie Teil der Zukunft? Jawohl, Mondsoldat. Man kennt ihn. Kaffee.
Sag mal, konntest du mich denn... Alter! Gut, dass wir noch ein bisschen Rüst... Kurzen Prozess hier. Mal anschleichen und Ratzefing machen. Oh, da hinten ist noch einer. Muss erstmal den da. Jawohl. Also, das war's. So, Messer. Der wäscht sich die Hände. Hier mal. Hey, hey, hallo, hallo. Scheiße, ich hätte es mir ein bisschen beeilen müssen, nicht? Ah, tut mir leid, Alter. Tut mir echt leid. So, siehst du mal, wie schnell man sterben kann, ne? Kann man nicht, dieses Pimpeln nicht ausmachen, ist doch keine Musik mehr. Das ist doch grausam. So, warte mal, müssen da lang wahrscheinlich. Von hier bin ich gekommen. Moment. Okay, Enigma-Fragmente. Geil. Okay, Heilung brauchen wir nicht. Alles, was wir brauchen, ist Rüstung. Wir haben ja 100. Wupp, 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 wupp. Wow, 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 wo kommt der denn, Alter? Alter, erschreckt mich doch nicht so. Du Bauer, ey. Ah, das ist der von hier drinnen gewesen. Verstehe. Achtung, aktiv. Das muss es sein. Die Steuereinheit für die Sicherheitssysteme. Sicherheitssysteme ausgeschaltet. Muss Set finden. Ja. Na. Okay, cool. Ja, fast 100%, ey. Hast du es nicht gesehen? Sonst bin ich jung. Okay, da geht's nicht lang. Das ist irgendwie abgeklebert. Okay, dann gehen wir jetzt hier rein. Ne, vorne wieder raus. Locker geschmeidig durchmarschiert, ey. Wir haben das Richtige getan. Manchmal fällt es schwer, das zu sehen. Goldener Dolch. Aber was sie getan haben, war gut. Das weiß ich. Hey. Okay. Oh, mal gucken, dass wir hier auch rauskommen. Wo ist unser Sprechpartner hier? Da ist er. Manchmal muss man auf andere Weise Widerstand leisten als mit Gewalt. Die kleinste Veränderung der chemischen Zusammensetzung destabilisiert das Gemisch. Die Struktur erodiert, sie schimmelt. Ah, Sicherheitssystem? Erledigt. Wow, Riese. Wie heißt du sie eigentlich, Junge? Blaskovic. Blaskovic, ja, Blaskovic. Also, die Sicherheitssysteme sind ausgeschaltet. Sie können dieses Tor passieren und zurück durch die Fabrik und das blaue Tor zu Block 6 gehen, wo das Kommandogebäude liegt. Schleichen Sie rein und holen Sie die detronische Batterie. Bitte beeilen Sie sich, bevor jemand merkt, was Sie getan haben. Ich wünsche Ihnen Glück. Was meinen Sie? Viel Glück. Ja, das ist, wenn einfach jemanden viel Glück wünscht, ne? Da keiner da ist hier. Oh Mann, ey. Hm.
Wir spazieren hier einfach so durch die Gegend und hier ist keiner irgendwo abgestempelt. Okay. Hier ist eine Tür. Achso. Das ging schon mal. Gut. Die Batterie muss hier irgendwo sein. Oh ja. Schauen wir mal. Da draußen war noch ein Gerüst. Ich weiß nicht, ob man von da aus noch wieder reinkommt. Oh, Moment. Könnt ihr mal was? Was? Ich schaue mir das mal beim Gerüst erstmal, bevor ich hier reingehe. Vielleicht kann man da hinten. Okay. Jetzt hier rum, aufspringen und hoch. Jawohl, okay, soweit haben wir schon mal. Da geht es nicht lang. Hier hoch. Hoch. Rüber. Dein Ernst? Wow. Komme ich hier wieder runter? Ich versuch's unten durch den Ding. Das ist mir hier zu ein bisschen zu heikel. Ja, das schaffen wir. Ach, Blaskowitz, stell dich's an. Du bist doch ein Kerl. Moment. Kann man nicht rein? Gut. Gehen wir hier. Weg. Erstmal Luft holen.